Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Ja, wir sollen hier, oder beziehungsweise wir sind hier in so ein Hauptquartier eingedrungen, sind jetzt auf einmal hier die Direktorin dieses Ladens, wie auch immer wir das geworden sind, aber hey, wir haben es halt drauf, keine Bewerbung, wir sind direkt Direktoren und sollen jetzt hier, die befallenen Agenten von irgendeinem Zischen säubern. Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Ich lasse mich mal überraschen. Wir fangen mal hier vorne mit dem Tuppes an, würde ich sagen. Und schauen mal, was wir hier so machen können. Oh ja, moin. Ja gut. Das hat nicht geklappt. Das Zischen sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Ja, ein bisschen Schmund ist immer, ne, würde ich sagen. Warte mal, wir haben hier wieder was gefunden. Auch wieder so ein Sammelobjekt. Multimedia-Dinger. FPC-Erneuerung. Das Gebäude verändert sich. Das Ding ist, ich weiß immer noch nicht, ob ich die hier alle mir reinziehen muss. Ja, ich bin ja schon am Weg. Findest du? Wo sind die? Junge Frau? Wo ist sie hin? Ach, da oben. Warte mal, was kann ich hier machen? Schnellreise. Ah, okay. Ah, cool. Ich kann sogar das Outfit wählen. Warte mal. Zivilisten. Ja, cool. Ich habe nur eins. So, was haben wir hier noch? Moment, können wir hier noch irgendwas entdecken? Wahrscheinlich nicht. Ja, diese mysteriöse Zischen, man weiß es noch nicht. Oh, Perle, was ist los? Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Kein Problem. Ich bin Direktorin Jessie. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Mhm. Die Synchronisation... Nicht die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen.
Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Okay, also alles dreht sich hier um das Zischen. Die Synchronisation finde ich ein bisschen schwach, ne? Die ist... Aber gut, okay. Telefon. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Aha. Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Ja, kein Problem. Danke, Emily. Ja, danke. Hau rein. So, wir müssen zum Postraum. Das dürfte da oben das gelb markierte sein, oder? Warte mal. Direktionszentrale, Geschäftsleitung, Sitzungszimmer. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, das ist die gelbe Markierung, ja. Alles klar, perfekt. Naja, gehen wir mal dahin, ne? Achso, warte mal. Karte, wie komme ich dahin? Ich bin hier raus. Wahrscheinlich müssen wir hier rauf. War ich hier schon? Nein, offensichtlich noch nicht. Da haben wir wieder irgendwie sowas gefunden. Schmetterer Rückstoß irgendwas, was? Ah, hier unten haben wir wieder was gefunden. Ah, man kann immer nur eins... Oder was? Regeneration. Mhm. Plus 20%. Plus... Okay. Was? Ach ne, hier. Ah, hier. Okay. Schmetterer Rückstoßeffizienz. Exklusive Schmetterer. Was auch immer Schmetterer sind. Ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir mal. Weiter geht's. So ganz blicke ich noch nicht durch. Aber hey, das kriegen wir alles hin. Kommen hier rein. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Warte mal. Karte. Nee, halt, Moment. Ich glaube, wir müssen runter und dann irgendwo. Naja, wir gucken uns erstmal hier um. Waren wir hier schon drin? Sieht fast so aus, ne? Was haben wir hier? Noch was gefunden? Jawohl. Halt, hier ist noch was. Ah, wieder so ein Ding gefunden. Hauserinnerung. Gegenstände öffnen. Was? Ah ja. Ah, das sind die Dinger, okay. Da weiß ich leider noch nicht, wie man die einsetzt oder was man damit macht, aber gut. Finden wir noch was. Hier ist auch noch irgendwas. Okay, das können wir anschalten, warum auch immer. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Was haben wir hier? Hier ist auch noch irgendwas. Ohne Ende Sammelobjekte, die man hier einsammeln kann, ne? Das ist echt krass. Boah, Alter, wie viele Türen gibt's denn hier? Okay. Ah, hier ist noch so ein Apparat. Jawohl.
definiere Werte. Konzeptmaterial, nicht definierte Werte. Du hast keine Berechtigungsstufen. Woher kriege ich denn diese Berechtigungsstufen? Das ist die nächste Frage. Oder muss ich dafür doch die Formulare da lesen? Hier ist noch so ein Ding. Ich glaube, die müssen wir alle anmachen. Kann das sein? Es gibt Dinge, die verstehe ich hier noch nicht. Aber gut, okay, das will man noch rausfinden. So, wo geht's hier hin? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Moment, Karte. Ah, oh, verdammt, ich bin in völlig falsche Richtung unterwegs. Okay, hier waren wir aber schon, oder? Okay, damit können wir nicht fahren. Ja, gut, dann latschen wir nochmal hier runter. Und dann, warte mal. Executive Director's Office. Ne, ich muss zu der Poststation. So, warte mal, ich bin jetzt hier. Warte mal, wenn ich da lang, ich muss in die Richtung. Kommen wir denn da irgendwie hin? Wie kommen wir denn da hin? Ah, warte mal, hier vielleicht. Ah, das sieht doch, öffne Karte, aha. Das sieht doch schon besser aus, oder? Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Ah, hier. Komm ich nicht rein? Das sieht doch schon besser aus. Okay, mal hier nochmal auf. Wow! Warte mal auf mich zu schießen, ihr schippert euch nicht. Reisekostenabbrechung. Ja, moin. Ich würde nicht gerne irgendwie mal ducken oder so. Das wäre ganz cool. Boah, Alter, die Stimme hier, ne? Voll laut. Jetzt bin ich hier. Es ist überwältigend hier. Wow. Du kannst nicht wollen, dass ich in seiner Nähe bin. Da sind wir uns einig. Das hat mir direkt Lebensenergie abgezogen, ja, krass. Okay, wir gehen erstmal zu der Post. Boah, Alter, die Stimme, ne? Okay, den haben wir. Au! Hör mal auf! Alles klar. Okay. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das ein bisschen leiser mache von den Effekten, ja? Weil ich das dann doch schon ziemlich laut finde. Ah, hinten, da ist ein Schild. So, Dead Letters, Central Executive. Oh, das wollte ich nicht. Das heißt, wir müssen nach da. Hey!
So, wartet mal. Ich mach das mal ein kleines bisschen leiser. Das ist ein bisschen sehr laut hier. Effektlautstärke. Dialoglautstärke, die lassen wir an, aber die Effektlautstärke setze ich mal ein bisschen runter. Die ist dann doch sehr laut. Die Frage, ob das die Dialoglautstärke ist oder die Effektlautstärke. Zack, zack. Setze ich hier. Dialog ist ja eigentlich nicht. Naja, ist jetzt nicht wirklich leiser geworden, oder? Unzustellbare Briefe, ah ja. Um die Hotline zu finden, okay. Es war dunkel hier. Also sorry dafür, dass ihr nicht seht, ne? Aber ich sehe genauso viel. Zwar nicht. So, warte mal, jetzt sind wir hier. Aha. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Alter, das ist voll psychomäßig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wow. Alter, was hat denn da für eine Aura um sich drumherum, ey? Bam, Junge. Ja, hast du dir so gedacht, ne? Für der Nächste. Wow. Alles klar. Wo ist der? Ah, hier unten. Alles klar, dann noch einer. Okay, danke. Ah, das kann auch nicht alles gewesen werden, oder? Oh, Alter. Voll Psycho. Hier. Oha. Wow. Ey. Wollt ihr auch einen Sohn nicht? Okay, okay, okay. So weit, so gut. Ah, hier müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Bam! Ah, nice! Raum geklärt. Navigierische Kommunikationsabteilung. Säuber Kontrolle, um es auf Schnellreiseplätze im ältesten Haus zu haben. Ah ja, okay. Das heißt... Ah, ich muss jetzt dahin. Was? Okay, was haben wir hier noch gefunden? Energiewiederherstellung? Energieregeneration? Lebensschub? Lebensregeneration durch das Sammeln von Elementen? Irgendwie finde ich das mit dem Leben regenerieren eigentlich gar nicht so schlecht. Leben ist immer gut, ich finde. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber... Eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns.
Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Naja. Auf eine Diskette. Alter, wer kennt das noch? Disketten, die in so ein Floppy-Laufwerk reinkamen. Ja, moin. Das waren noch Zeiten. Also, hier sind wir hergekommen, okay. So, Moment, warte mal. Jetzt orientieren wir uns erstmal, da hinten komme ich nicht rein. Kommunikation. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, das sieht danach aus. Aber ich will hier hinten nochmal schauen. Bevor ich jetzt hier weiter renne. Viel mehr hier unten. Waren wir hier unten jetzt überall? Da waren wir drin, ja. Da waren wir auch drin. War ich da unten drin? Nee. Ja, damit. Was haben wir hier? Noch so ein Fernseher. Okay. Alter, was ist denn das? Voll die Kinderserie. Mhm. Voll die Psycho-Serie. Was ist los? Meine Mama ist tot. Das tut mir so leid, Mac. Was ist passiert? Das weiß ich nicht. Das wurde gesperrt. Wie der Direktor sagt, Kinder und kein Zugriff beginnen bald in dem K. Mhm. Papa sagt, Mama wäre in einem Satz verschwunden, ist in die Stadt gegangen und nie zurückgekehrt. Ich weiß nicht, wie man in einem Satz verschwindet, aber ich wünschte, jemand würde sie finden. Ich helfe dir suchen, Topher. Wir bitten deine Mama gemeinsam. Alter, voll Psycho, ey. Allein schon die Blicke, ey. Ja, moin. Da fällt dir aber nichts zu ein, ne? Alter, was für Psycho. Serien für Kinder. Wohl eher nicht. Alt, hier hinten ist auch noch was, oder? Nee, noch nicht. War ich hier drin? Nein. Boah, bitte lass jetzt hier nicht auch noch ein Fernseher sein. Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Tür da oben rein, ne? Ne, warte, wo war das jetzt? Da drüben. So, rein hier. Kommunikationsabteilung. Da sind wir. Okay, alles klar. Was? Nein. Ja, das ist voll das Game, Alter. Guten Tag. Oh, ich müsste nochmal eben schnell. Ich hab Durchfall. So, okay, alles klar. So, da sind wir hergekommen aus der Cafeteria. Alter, hier gibt's tausend Wege. Warte mal. Ich geh mal hier oben hin. Du kannst dich ja fast gar nicht verlaufen. Ah, hier ist nochmal so ein Kasten. Bam. Nicht definierte Werte. Das ist cool, wenn wir hier mal so Dinger finden. Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür ich sie brauche, aber hey. Wow. Pneumatik.
ich da rein will? Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre sie vom Zischen gefallen. Wir müssen sie säubern. Okay, da drauf schießen bringt wohl eher nicht. Verdammt. Ah, R3 ist drucken. Okay, sehr schön. Gut zu wissen. So, warte mal. Also wir müssen da hinkommen, um das zu säubern. Alles klar. Okay, auf geht's. Au. 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 Hör mal auf, um mich zu schießen. Was soll der Geiz? Zack, wieder was gefunden. Toll, da kommen wir nicht hin. Okay, 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 warte mal. So, wie kommen wir da dran? Da hoch vielleicht? Ah, da sieht gut aus, oder? What? Okay, da schießt immer drei. Viermal. Wow! Wow! Alles klar. So, da ist rot, da kommen wir nicht rein. Kann ich an den Dingern was machen? Nein. Da hinten ist eine Tür. Schnell. Wow. Oh, ist doch keine Tür, verdammt. Okay, leider nicht. Lauf, 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 lauf. Und hier hoch. Junge, Junge, Junge. Ziemlich aggressiv, das Ding. Okay, hier haben wir nix. Ah, darüber. Schnell, schnell, schnell. Wow. Alter, ist das Teil aggressiv. Okay, alles klar. So, jetzt die Frage, kommen wir da direkt dran, oder? Schnell. Ah, die Diskette. Wo ich nicht drankomme. Oh, cool. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Okay, für eine Schleuder und die Australien-Ebene Herausforderung abzuschließen. Halte R1, greife hervor, lasse R1 los, schleudern. Bam! Ah, okay, alles klar, nice, okay. Ah, ich möchte mich also da durchballern, ne? Jawohl. Da sehe ich mich. Okay, können wir jede Menge schleudern. Da schleudere ich mir... was? Würfel des Dingens in das Loch, den Platz, um weiterzukommen. Ah. Das heißt, ich muss den da reinschleudern. Alles klar, gut. Verstanden. Okay, wir schleudern uns ein hier. Kann ich hier nicht hoch? Doch. Aha. Bitte nicht hier runterfallen. Oh ja, moin.
hinten läuft noch einer rum. Na komm. Bam, Junge, schleudere ich dir ein. Paf. Ey, geil. Das macht Spaß. Also, ich habe keine Energie. Bam, Junge. Boah, Alter, wie weit man die Dinger werfen kann. Das ist cool. Macht ja mal richtig Laune. Ja, komm. Tu mal Energie. Und. Paf, Junge. Jawohl. Her mit eurer Lebensenergie, bitte. Ey, das macht echt Bock, das Game. Zack, haben wir hier wieder etwas. Paranatürliche Powerfrau. Trophäe erhalten, jawoll. Da bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Wie du es wolltest, oder? Das hilft mir im Kampf gegen das Zischen. Ah. Alles klar. Nice. Okay, wenn ich den jetzt so treffe, bin ich zufrieden. Hallo, wo läuft er hin? Wow. Wow. Da kommen wir jetzt nicht hier hoch, ne? Oh, treffen wir da auch? Echt nicht schlecht. Na, wo bist du? Jetzt bin ich die Maschine hier. Komm, Strecke. Au! Alter! Wow, alles klar. Komm her. Mehr. Baf, Junge, leide ich ja so ein Sack Mehl um die Ohren. Bams. Ja, komm, nimm mir direkt den ganzen Apparat hier. Sehr schön. Wow, alles klar. Okay, der da oben wird aggressiv. Alles klar. Uiuiui, ui, ui, ich brauche Lebensenergie. Schleudere ich in die Klamotten um die Ohren. So, warte mal, wo sind die, ey, wo sind denn Lebensenergiepunkte? Hallo? Ich brauche Lebensenergie. Schnell. Oder verfaulen die hier irgendwann mal. Das wäre schlecht. Ah, ne, hier. Ja, damit. Meins. Jawohl, sehr schön. Klick, 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 klick. Alter, wenn man hier alles auch noch nehmen kann und rumschleudern kann, voll nice. Gefällt mir richtig gut. So, was ist die nächste Aufgabe? Gehe weiter durch die Kommunikationsabteilung. Aha. Warte mal, wo sind wir denn? Ach, da oben. Ja, immer geradeaus, ne, würde ich sagen. Irgendwie nach da. Aber dann in der nächsten Folge erst. Dann schauen wir mal, wie wir als nächstes hier weiterkommen. Ey, ganz ehrlich, mir gefällt das Game. Ich hoffe euch auch. Schauen wir mal. Also, mega nice. Gefällt. Läuft. Kann einiges. Macht Spaß. Ist nicht so anspruchsvoll. Passt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Game? Weitermachen? Ja oder nein? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne bewerten und auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ja, wie wir durch die Kommunikationsabteilung da hinten kommen. Bis dahin. Ciao, ciao.